Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Johannes Kaunzner. Ich bin Mitinhaber der Amazon Marketing Agentur amz-marketing.de und heute sprechen wir in diesem Video darüber, was genau ist denn eigentlich dieser Amazon Seller, was ist der Amazon Vendor, beziehungsweise wie kann man das auch auf Amazon feststellen, ob hier der Anbieter ein Seller oder ein Vendor ist. Und da möchte ich Ihnen ein beziehungsweise zwei Beispiele zeigen. Genau, ganz kurz, Sie haben auf Amazon grundsätzlich die Möglichkeit, wenn Sie noch nicht auf Amazon sind, zwischen unterschiedlichen Modellen zu wählen, um ein Konto zu erstellen. Ich habe da auch mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Das ist diese Grafik hier, ganz einfach. In der Regel unterscheidet man zwischen zwei Modellen. Das eine ist eben das Seller-Modell, das andere ist das Vendor-Modell. Das sind auch diese zwei Modelle, die man in der Regel, wenn man sich ein bisschen mit Amazon beschäftigt, auch relativ schnell raushört. Es gibt aber noch weitere Modelle. Es gibt auch mehr als diese vier Modelle, die ich jetzt hier gerade aufgelistet habe, aber das sind so die gängigsten zwei bzw. vier Modelle, die es bei Amazon gibt. Deswegen möchte ich zu jedem kurz ein, zwei Sätze sagen, um Ihnen kurz einen Überblick zu geben, wenn Sie sagen, wir sind gerade in der Entscheidungsphase, wie gehen wir Amazon an? Das ist wirklich ein Thema, das man als Unternehmen oder wirklich als renommierte Marke wirklich länger durchdenken sollte und nicht einfach schnell mal in einer Stunde entscheidet, sondern wenn wir da Workshops bei unseren Kunden zum Beispiel machen, dann sind es wirklich Entscheidungen, die sich über Tage oder über viele Wochen wirklich ziehen, teilweise auch über Monate, um wirklich das richtige Modell herauszufinden. Deswegen, was gibt es denn überhaupt für Modelle? Das erste ist der Seller, das Seller-Modell. Das heißt, Sie können auf Amazon als Amazon-Seller starten. Was heißt das genau? Es heißt, dass Sie Amazon als Marktplatz nutzen, auf Amazon verkaufen an Ihre Endkunden sozusagen. Das heißt, Sie haben direkt den Verkauf an den Endkunden und nutzen das Ganze sozusagen als B2C-Marktplatzmodell, würde ich jetzt mal so sagen. Als zweiten Punkt hätten wir das Vendor-Modell, was auch, wenn Sie eine Einladung haben, als Vendor, um Vendor zu werden, was auch Amazon gerne macht, dann liefern Sie an Amazon. Das ist ähnlich, wie wenn Sie einen anderen B2B-Partner haben, dann liefern Sie einfach an diesen B2B-Partner, in dem Fall Amazon, und Amazon verkauft für Sie an den Endkunden. Das heißt, Amazon übernimmt oder sagt zumindest, dass alles Mögliche übernimmt von Marketing, Produktpräsentation und Co. und verkauft an den Endkunden. Sie müssen sich um nicht viel kümmern, heißt es, und die Sache ist gegessen. Dann haben wir noch zwei weitere Modelle. Das dritte Modell ist ein Hybrid aus Seller und Vendor. Das heißt, Sie können auch theoretisch zwei Konten haben. Das heißt, Sie haben ein B2C-Konto, das Sie sozusagen an den Endkunden verkaufen, und Sie haben auch ein Vendor-Konto, wo Sie B2B an Amazon verkaufen. Das hat jetzt nichts mit Amazon Business zu tun, sondern wirklich B2B, das Sie an Amazon verkaufen. Das heißt, es ist Hybrid aus diesen beiden Sachen. Der Vorteil ist ganz klar, dass man zum Beispiel als Vendor eine viel größere Abhängigkeit von Amazon hat, was jetzt halt Kosten teilweise hat, was teilweise auch die Abhängigkeit an Preis und Co. hat. Da haben Sie das nicht ganz so stark, weil Sie dann zusätzlich ein Seller-Konto haben, wo Sie viel flexibler sind. Genau. Das ist auch so ein aktuelles Beispiel jetzt hier 2020, Thema Corona. Wir hatten hier eine Phase, wo Amazon nichts mehr ins eigene Lager zum Beispiel reingelassen hat, was systemrelevant ist. Wir hatten hier einige Vendoren, die da größere Probleme hatten und dann Retouren bekommen haben, große oder Remissionsaufträge und dann Produkte auf einmal wieder auf dem Hof stehen hatten und nicht nur ein Produkt, sondern sehr, sehr viele. Und viele Seller bei uns hatten dann oft die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben auch noch ein eigenes Lager, wir verschicken aus unserem eigenen Lager, vielleicht sogar mit Prime, und haben dann immer noch die Möglichkeit gehabt, hier extrem viel Umsatz mitzunehmen, weil sehr, sehr viele Mitbewerber von jetzt auf gleich einfach für kurze Zeit weg waren. Das heißt, der Hybrid kann sich auch sehr bezahlt machen, wenn man die Ressourcen dafür hat. Dann habe ich noch einen vierten Punkt mitgebracht, das ist über Handelspartner, ist wahrscheinlich den meisten nicht so ganz geläufig, aber wir haben dennoch recht viele Kunden, die das machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Markenhersteller, der sagt, er weiß jetzt nicht genau, wie er Amazon angehen soll. Er hat da jemanden, der auf Amazon verkauft aktuell oder an Amazon verkauft. Das heißt, er hat einen Handelspartner, einen Händler sozusagen, an den er verkauft, der auf Amazon als Seller oder an Amazon als Vendor verkauft. Und darüber verkauft er sozusagen an Amazon. Sie haben ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie sagen, dieser Seller, nehmen wir jetzt mal an, dieser Händler ist Seller bei Amazon und Sie möchten aber die Produktpräsentation trotzdem mitgestalten, dann können Sie sich dennoch ein Seller-Konto selber erstellen, sich die Markenrechte holen und dann auf Amazon nicht verkaufen, sondern sich auf Amazon einfach nur die Markenrechte sichern, die Pflege machen, was die ganze Produktdarstellung anbelangt, und können dann das Ganze sozusagen rein optisch zumindest steuern, was auch einen riesen Mehrwert bietet. Das sind so diese vier Grundmodelle, die es bei Amazon gibt.
die wirklich sehr, sehr gängig sind. Sie müssen natürlich selber entscheiden, was ist für Sie das Sinnvollste. Ich kann Ihnen bloß sagen, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einem B2C umzugehen, wenn Sie in Kartons verschicken können, jetzt nicht unbedingt nur in Paletten verschicken können, dann ist der Seller auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte. Der Vendor ist wirklich ein einfacher Einstieg, wenn man sagt, okay, ich möchte einen weiteren B2B-Partner hinzugewinnen. Wir haben aber viele Vendoren, die mittlerweile auf das Thema Hybrid umsteigen, die sagen, okay, ich will weg vom Vendor, ich habe da so viele negative Erfahrungen gemacht, ich möchte zum Seller hin und fahren dann oft auch ein Hybridmodell oder gehen komplett vom Seller weg, wenn es vertraglich einfach möglich ist. Und das Thema über Handelspartner ist auch so ein Einstiegsthema, was man, wenn man einen vertrauenswürdigen Partner hat, Handelspartner hat, dass man sowas auch machen kann. Jetzt möchte ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, wie man vielleicht anhand von dem Beispiel erkennt, ist das jetzt hier ein Seller oder ein Vendor? Weil es gibt extrem viele Leute, die auf Amazon einkaufen und gar nicht wissen, kaufe ich hier gerade bei Amazon oder kaufe ich gerade hier bei einem Händler oder Markeninhaber. Deswegen, ich gebe mal ein Beispiel ein, wo ich sicher bin, dass die Vendor sind. Ich gebe jetzt einmal Bose ein. Da haben wir die Kopfhörer. Und in dem Fall sieht es hier das Ganze so aus, wenn Sie hier dastehen haben, Verkauf und Versand durch Amazon, dann ist hier der Verkauf über Amazon und auch der Versand über Amazon. Das heißt, Amazon ist hier der Verkäufer, Sie kaufen von Amazon, Sie kaufen nicht von Bose und auch nicht von irgendeinem anderen Händler, Sie kaufen von Amazon und der Versand ist auch durch Amazon, durch das Amazon-Lager. Wenn wir jetzt noch ein Beispiel rausholen von einem Seller, um zu erkennen, ist das Ganze hier gerade ein Seller. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Genau. Wenn wir jetzt hier auf einmalige Lieferung gehen, dann sehen wir hier unten auch wieder dieses Verkauf durch X und Versand durch Y. Und Verkauf ist in dem Fall durch das Naturwarenhaus und der Versand ist durch Amazon. Das heißt, wir kaufen hier direkt vom Händler, würden diesen Händler sozusagen bei ihm kaufen und Amazon verschickt, beziehungsweise dieser Händler hat ans Amazon-Lager verschickt und verkauft dennoch selbst. Jetzt ist die Frage, okay, gut, wie erkenne ich jetzt vielleicht, ob da doch auch der Markeninhaber selber dahinter steckt, um hier zu checken, ist der Markeninhaber auch Seller, weil in dem Fall Naturwarenhaus wird wahrscheinlich nicht der Markeninhaber in dem Fall sein, wenn das hier die Marke Dr. Jacobs heißt. Wenn Sie jetzt hier auf Neu, Moment, hier auf Neu 24 ab 17,08 Euro klicken, dann öffnet sich hier aktuell in der neuen Version hier rechts so eine Seitleiste. Wenn Sie hier runter scrollen, sehen wir alle Anbieter, die sozusagen Händler sind für dieses Produkt. Und wenn wir hier genau schauen, haben wir hier Versand durch Amazon und Verkäufer ist der Dr. Jacobs Medical, das heißt, das ist der Markeninhaber selber, der agiert hier als Seller. Verkauft sozusagen über Amazon an den Endkunden, an Sie möglicherweise und nutzt aber in dem Fall das Amazon-Lager für den Versand. Das heißt, so kann man auch erkennen, ist hier ein Seller im Spiel oder ist das Ganze ein Vendor. Es kann auch sein, dass jetzt hier ein Vendor mit drin wäre. Es könnte jetzt auch hier sein, dass hier irgendwo Versand durch Amazon und Verkauf durch Amazon drin ist. Ganz kurz vielleicht noch, warum ist jetzt hier der Markeninhaber selber nicht in der Buybox beziehungsweise halt im Einkaufswagenfeld, dass er halt direkt dass er direkt gekauft werden kann. Es liegt sehr viel zum Beispiel am Preis. Wie wir sehen, ist es ein Preis, der teilweise hier günstiger ist als bei den, also hier oben günstiger ist bei 17,08 € als hier bei 17,85 € beziehungsweise hier oben sogar und noch teurer. Das ist eine Variable zum Beispiel, warum die anderen nicht in der Buybox sind. So viel aber dazu. Ich wollte Ihnen kurz einen Einblick geben, wie der Seller bzw. der Vendor, was für Modelle es da gibt und wie man vielleicht auch auf Amazon relativ leicht erkennen kann, kaufe ich gerade bei Amazon, kaufe ich gerade beim Händler oder kaufe ich vielleicht sogar gerade beim Markeninhaber. Ich hoffe, dass ich Ihnen dann einen Einblick geben konnte, um das ein bisschen selber nochmal einschätzen zu können. Wenn Sie dazu Fragen haben, schauen Sie gerne bei uns auf dem Blog vorbei. Da stehen noch ein paar mehr Sachen über das Thema Seller, Vendor, auch vielleicht ein paar Vor- und Nachteile, die ich jetzt gerade noch nicht genannt habe in dem kurzen Video. Und dann freue ich mich aufs nächste Kommen in dieser Videoform. Und wenn Sie Fragen grundsätzlich haben, können Sie auch gerne bei uns auf der Homepage vorbeischauen auf www.amz-marketing.de. Können sich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch eintragen. Wir schauen, wo Sie aktuell stehen im Thema Amazon, wo Sie hin möchten, ob es da sinnvoll ist, dass wir da zusammenarbeiten, wenn das für Sie zur Debatte steht. Und sonst wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Zeit und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.